Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Anna. Normalerweise geht es in meinen Videos um unseren Familienalltag als sechsköpfige Familie, bald siebenköpfig. Vor allem um meinen Mama-Alltag mit viel Haushaltsmotivation, mit Kochen und Putzen. In dem heutigen Video, da wollte ich einmal zeigen, was wir so als Familie essen, was ich eine Woche lang koche, wenn es bei uns nicht Abendbrot gibt. Es sind diverse Rezepte dabei. Ich hoffe, ihr nehmt auch ein paar Rezepte, die ich vielleicht mit. Es ist eine Mischung, würde ich sagen, aus ganz schnellen Dingen, die die Kinder essen. Also so ganz familientaugliche, kindertaugliche Sachen und ein paar Dinge, die ich auch für mich hin und wieder ja, koche, damit ich ein bisschen Abwechslung in den Speiseplan bringe. Und da ist es oft so, dass ich dann auch eine zweite kinderfreundliche Variante dann koche, weil das einfach nicht jeder isst bei uns. Deswegen gibt es das nicht immer, sondern hin und wieder, wenn ich mal auch wieder was anderes brauche. Also wir haben ein Kleinkind, einen Zweijährigen und der ist sehr wählerisch. Also der ist gerade in einer Phase, wo er nichts isst, was er nicht kennt. Und deswegen ja, gibt es manchmal so zwei Varianten und das ist genau heute der Fall. Ich werde nämlich starten heute mit Shepherd's Pie, also ein englisches Rezept. Ich mache das Ganze auch nochmal einfach als Frikadellen mit Püree, quasi fast das gleiche, aber in einer Form, wie es die Kinder essen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und ja, dann geht's mal los. Und Shepherd's Pie, das ist ein Rezept, das ich aus England kenne und wirklich lieben gelernt habe. Ich finde, die Zutaten harmonieren bestens und das Ganze wird sehr saftig, aber es ist nicht jedermanns Sache bei uns, deswegen habe ich einfach eine abgespeckte Variante gemacht. Also Frikadellen mit Püree und Erbsen, das Ganze hat eigentlich die gleichen Hauptzutaten. Und ich habe die Menge einfach durch zwei halbiert, jeweils für das eine und das andere Rezept. Ich habe 1,5 Kilo Kartoffeln genommen und 500 Gramm Hackfleisch. Für den Shepherd's Pie, da muss das Hackfleisch zusammen mit einer Zwiebel und einer Karotte angeröstet werden und dann gemeinsam mit ein bisschen Tomatenmark und etwas Worcestersauce eigentlich im Originalrezept. Ich habe aber keine, also ich habe einfach Sojasauce genommen und ein bisschen Hühnerfond köcheln gelassen werden, ungefähr 15 Minuten. In der Zwischenzeit habe ich dann die Frikadellen geformt. Da habe ich auch ein Standardrezept, das sind diese IKEA-Hackfleischbällchen, also einfach mit einem Ei und ein bisschen ein paar Löffel Milch und etwas Semmelbrösel. Dann kommt eben die Mischung, die ich vorher köcheln habe lassen, zum Shepherd's Pie in Auflaufförmchen und da kommen noch Erbsen mit drauf. Zum Schluss, dann wenn das Püree dann auch fertig gekocht ist, wird das Ganze eben zuerst einmal zerstampft und mit Butter und Milch verrührt und gesalzen und dann ist das zum einen fertig und zum anderen kommt es noch in die Auflaufflämmchen und wird dann kurz mit etwas Parmesan überbacken. Wir hatten solche und solche und manche wollten auch beides probieren. Alle Rezepte lasse ich dann auch in der Videobeschreibung mit den genauen Mengenangaben. Das zweite Rezept, das ich zeige, ist ein ganz, ganz schnelles, nämlich Lachsspaghetti. Das mache ich einfach auf Basis von ein bisschen Butter mit etwas Sahne, etwas Zitronensaft und Kräutern und auch einer Knoblauchzehe. Einfach ein paar Minuten köcheln lassen und dazu kommen dann noch ungefähr 250 Gramm Räucherlachs. Bei uns isst auch nicht jeder den, deswegen kommt jetzt die Soße drüber und wer möchte, der bekommt dann noch den Lachs dazu. Geht super schnell und ja, ist auch ein Favorit bei uns. Das nächste Rezept, das ich zeige, das wir diese Woche gegessen haben, war Huhn aus dem Ofen mit Ofengemüse. Also einmal die Woche gibt es bei uns meistens Huhn. Zum einen verwende ich das eben wieder für den Hühnerfond, zum anderen für andere Rezepte. Mein Mann isst am liebsten die Brust, die lasse ich kurz marinieren in einer Soße. Die Kinder mögen auch die Schenkel, die würze ich nur mit ein bisschen Paprika und Salz. Dazu mache ich ein Backblech Kartoffeln, meistens 1,5 Kilo. Ein weiteres Backblech habe ich in dem Fall mit Kürbis gemacht und zwar einem halben Hokkaido und einem halben Butternusskürbis. Die anderen Hälften habe ich dann während der Woche zu einem anderen Rezept verarbeitet und auch da sind unsere Kinder eher Puristen, die mögen das nicht so gerne. Viel gewürzt, ein bisschen Bratkartoffelgewürz habe ich noch auf die Kartoffeln gegeben, aber ansonsten würze ich eigentlich nur mit Olivenöl und Salz. Mit dem Huhn in dieser Marinade, da kommt ein bisschen Soße aus dem Fleisch raus, also ganz lecker und die wird dann auch noch auf die anderen Teller ein bisschen verteilt. Und ja, das war das nächste Essen, das wir hatten. Und, noch eins gibt es ein Rezept, das quasi jetzt zu meinen Fixterminen in der Woche gehört, ist einmal super bei uns. Also seit ich Kinder habe, habe ich da wirklich irgendwie den Vorteil von Suppen erkannt. Früher, als wir noch keine hatten, da haben wir selbst welche gemacht.
fand das irgendwie umständlich, aber inzwischen finde ich, das geht wirklich schnell. Ich mache die immer meistens auf Basis von Hühnerfond, also von Hühnerbrühe. Das mache ich einmal pro Woche einfach so standardmäßig und friere das ein. Und damit, ja, finde ich, werden die ganzen Gemüsesuppen gehaltvoller und schmecken auch besser. Nicht nur jetzt im Herbst, da wärmt es so schön. Mit Kindern, ja, es ist perfekt. Das versorgt sich auch mit Vitaminen. Da kann man wirklich alles Mögliche an Gemüsesorten reingeben, die unsere Kinder so einfach so als Beilage nicht essen oder in sehr, sehr viel geringeren Mengen. Ernsthaft jetzt? Ich esse nie wieder Suppe. Ja, auf jeden Fall. Dann zusätzlich noch ist das Pep das auch ein normales Abendbrot so ein bisschen auf. Also da braucht man sich dann für den Hauptgang nicht so viel Gedanken machen. Da machen wir oft welche normale Brote, überbackene Brote, einfach so als Sättigungsbeilage oder als Hauptgang dann dazu. Und außerdem, finde ich, gibt es einem auch noch so ein bisschen, ja, die Rechtfertigung, wenn man mal eine süße Hauptspeise macht, also bei uns zum Beispiel süße Knödel oder etwas in der Art. Und wenn man vorher eine Suppe gegessen hat, dann ist auch das Gewissen, ja, besser, dass man für seinen Vitaminhaushalt auch schon was gemacht hat. Auf jeden Fall, heute ist das Wetter super trüb und heute gibt es bei uns deswegen Suppe. Und zwar habe ich an dem Tag Erbsensuppe gemacht. Das ist auch eine der Suppen, die unsere Kinder auf jeden Fall alle essen. Und die geht super schnell. Wir mögen sie alle ganz gerne. Was ich diesmal gemacht habe, also ich nehme 800 Gramm Erbsen, Tiefkühlerbsen und eine Zwiebel und dann ungefähr 1,2 Liter Flüssigkeit. Meistens nehme ich ungefähr 300 Gramm Suppenform, wie gesagt, dazu plus den Rest an Wasser. Lass das Ganze kurz aufkochen und püriere das ganz, ganz, ganz lange durch, damit es auch schön fein wird. Ansonsten mögen unsere Kinder die Suppe fast lieber passiert, aber so geht es auch fein püriert. Dazu kommt noch ein bisschen Frischkäse, den ich dann auch reinrühre, also für die Cremigkeit. Dann gab es bei uns in der Woche noch Buchweizen-Hackpfanne. Ich nehme dazu immer eine Zwiebel, eine Karotte und eine Knoblauchzehe. Die werden zusammen angeröstet. Dazu kommen dann 500 Gramm Hackfleisch und 300 Gramm Buchweizen. Das wird noch ungefähr zusammen 5 Minuten mit ein bisschen Tomatenmark angeröstet. Dann mit Wasser und Suppenfond aufgegossen, 20 Minuten bei kleiner Hitze weitergeköchelt und ja, wird sehr lecker mit ein paar Kräutern. Was wir dann auch noch gegessen haben, ist Pizza. Das gibt es bei uns auch fast jede Woche einmal. Das ist ja das Lieblingsrezept all unserer Kinder. Den Teig, da nehme ich inzwischen ungefähr so 56 Gramm Pizzamehl und 3 große Löffel Olivenöl, 2 kleine Löffelchen Salz und ein Päckchen Trockenhefe. Warmes Wasser und gut kneten und 1-2 Stunden rasten lassen. Danach kommen in der Zwischenzeit die Toppings. Da haben auch jeder seine Vorlieben. Wir machen ungefähr 4 Pizzen. Das ist genau so viel, wie sich am Backblech in unserem Ofen ausgeht. Die bekommen verschiedene Belege, je nach den Vorlieben der einzelnen Familienmitglieder. Bei uns gibt es auf jeden Fall Salami, Schinken, Mais. Dann, je nach Person, gibt es dann auch noch Zwiebeln und Tomaten mit drauf. Was ich auch mache, manchmal ist eine zerdrückte Knoblauchzehe ein bisschen verteilen, zusammen mit Öl auf dem Teig, bevor noch dann die Tomatensauce drauf kommt. Das macht es also besonders aromatisch und saftig. Also, ich verteile dann drauf noch ungefähr 52 Gramm Mozzarella-Käse, dann den Belag und ein bisschen Oregano und ja, dann kommt das Ganze bei 220 Grad ungefähr 10 Minuten in den Ofen. Ja, und auch ein Wohlfühlessen für Herbsttage ist Gulasch für mich. Da für ein halbes Kilo Zwiebeln nehme ich ungefähr so 700 Gramm Gulaschfleisch. Das geht auch ganz gut, wenn man wenig Zeit hat am Tag, um zu kochen. Und dann lässt man das Ganze einfach 2-3 Stunden am Herd stehen und hat dann am Abend schon ein fertiges Essen, muss nicht mehr viel machen. Ich würze meistens mit Majoran, Pfeffer und Paprika, einem Lorbeerblatt und gieße nur so viel Wasser auf, bis das Gulasch bedeckt ist. Und dann gab es noch Gnocchi bei uns dazu. Das geht auch super schnell. Und außerdem hatten wir noch Kürbis-Linsen-Curry, eine Variation von
unserem üblichen normalen Linsencurry mit Huhn. In dem Fall hatte ich nur ganz, ganz wenig Huhn noch im Haus und habe dann einen Teil davon durch Kürbis ersetzt. Und zwar wiederum eine Hälfte vom Hokkaido-Kürbis und Butternusskürbis. Und zuerst lasse ich mal eine Zwiebel in Sesamöl mit zwei Knoblauchzehen ein bisschen anschwitzen, und in der Zwischenzeit habe ich den Butternusskürbis geschält, denn ich finde, der wird mit Schale einfach nicht so weich, wie ich den gerne esse, und der Hokkaido schon, und ich schneide sie auch immer in ganz kleine Stückchen, so werden sie eben schneller durch und werden dann ganz sämig und verbinden sich richtig mit der Creme, so ja, wird dann sehr angenehm zu essen, genauso auch für die Linsen. Ich gieße das mit Wasser und etwas Brühe auf und Kokosmilch, und das Ganze wird dann mit Kurkuma und Paprika und so weiter gewürzt, und ein bisschen Huhn hatten wir noch drin, ich glaube nur 200 Gramm. Ja, und wir essen das am liebsten mit Reis. Eine weitere Mahlzeit in dieser relativ fleischlastigen Woche, wie mir gerade auffällt, war bei uns Chili con Carne. Das isst mein Mann besonders gerne. Und ich mache meine schnelle Version davon, die nur ungefähr 20 Minuten lang geköchelt ist. Trotzdem sehr lecker, finde ich. Also für eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe nehme ich ungefähr 500 Gramm Hackfleisch und 300 Gramm frische Tomaten. Dazu kommen noch Sachen aus der Dose, nämlich gehackte Tomaten, Mais und Bohnen. Und ich würze dann mit viel Paprika und Pfeffer, nicht so viel Chili, das mögen dann die Kinder nicht. Dazu gibt es bei uns meistens Reis, manchmal ein Baguette. Und? Oh oh! Wir bekommen heute Abend noch Besuch, heute Nachmittag, und Taya backt einen Kuchen, ich helfe nur ein bisschen. Ja, und wir konservieren dann noch mit Eigelb und Kakao deine Knochen. Also ich habe damit Simon gebastelt nebenbei. Das letzte Rezept von der Woche, das ich zeige, hat nämlich meine Tochter, unsere älteste Tochter, die ist ein richtiger Backfan. Das hat sie fast alleine gemacht und ja, sogar schon mit Hilfe von unserem Jüngsten. Ich habe eigentlich nur die Äpfel geschält und geraspelt, und das Rezept lasse ich euch natürlich trotzdem in der Videobeschreibung. Das ist besonders praktisch, weil es ein richtig großes, also viel wird, also ein richtig großer Blechkuchen, und das geht sich gut aus, auch wenn wir Besuch bekommen, und für uns alle, dass wir satt werden, und wie gesagt, der wird richtig saftig und sehr lecker. Ja, das waren eigentlich die Rezepte von unserer Woche, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich freue mich auch immer über eure Rezeptideen. Lasst sie mir gerne in den Kommentaren, eure Lieblingsfamilienherbstrezepte, und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns sonst beim nächsten Mal, und wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss!